Und damit herzlich willkommen hier bei The Exorcist Legion VR. Und ich hoffe, euch sind nicht gerade die Ohren weggeflogen. Bei mir war es extrem laut gewesen. Und bevor wir anfangen, hier rumzudetektivieren, erstmal muss ich sagen, eigentlich freue ich mich voll auf das Spiel. Das Ding ist, ich habe schon das dritte Mal versucht, das jetzt aufzunehmen. Ich hoffe, es klappt jetzt einigermaßen. Hallo? Ah, okay. So viel zum Thema einigermaßen, ne? Und nicht wundern, warum diesmal keine Facecam dabei ist. Check back to see. Ja, okay, gut. Wir müssen also Beweisstücke von unseren letzten Fällen nochmal anschauen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, warum hier keine Facecam am Start, das ist folgendes. Es ist einfach scheiße, das im Stuhl vor einem Monitor, der relativ nahe dran ist, zu spielen, weil die Kamera das meistens nicht checkt. Zumindest bei der PlayStation, wo denn ganz genau der Arm hin soll. Und bitte nicht wundern, eigentlich haben wir zwei Arme, wie man das jetzt hier sieht. Da ich das aber nur mit Controller spielen kann und nicht mit den Motion Sticks, was ich eigentlich versucht hatte, geht es halt nur nicht anders. Wir haben halt eine kleine Behinderung als Detective, aber das soll, glaube ich, nicht weiter stören. Beim Chief können wir ja nicht rein. Jawohl, Chef, alles klar, wir checken unser Office. Deswegen, das sind wir. Na, ist noch ein bisschen hakelig. Ich komm da gut rein und ich hoffe, alter Tür. Und ich hoffe, dass ich na. Da ist es schon weg, was ich sagen wollte, dass ich das jetzt vernünftig auch aufnehmen kann. Und dass es nicht so krasse Bugs gibt, denn das hatte ich bei den ersten zwei Aufnahmen schon mal gehabt. Ihr werdet es vielleicht sehen, was ich gleich meine. So, wir haben hier schon mal verschiedene, sag ich mal, Kapitel. Erste Rituale. Ideale Hände. So. Das Ding ist, wir werden das nach und nach durchgehen. Und was das Problem ist, mein Englisch hat sich, glaube ich, über die Zeit echt verschlechtert, wo ich mit Let's Plays angefangen habe. Also ungefähr vor 1,5 Jahren war das noch besser gewesen. Ich hoffe trotzdem, dass ich die Geschichte oder die Story hier von den Fällen einigermaßen ordentlich wiedergeben kann. Ja, nette Akte. Und wir starten mal rein. Mehr oder weniger. Ja, ich komme gleich. Ich hatte mir eigentlich noch was zurechtgelegt, was ich eigentlich noch sagen wollte, aber ich habe das natürlich wieder vergessen. Ja, was los? Detective, you're needed down at St. Vincent de Paul. Uniforms have sealed off the scene. They said it looks like some sort of ritual. Und da geht's los. Und da sind wir im Chapter 1, erste Rituale. Und wie man schon sieht, also wir sind ja sowieso ein Detective und das Ganze wird so ein bisschen, naja, in die kirchliche Richtung gehen, also sehr schön dämonisch und sowas werden. Vom Trailer her sah es eigentlich ganz interessant aus, deswegen habe ich mir das geholt. Ich habe natürlich dann total vercheckt, dass es komplett auf Englisch ist. Also ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen nachsehen, wenn ich hier nicht so, naja, nicht so die super Kenntnisse rauslasse. Wir haben auf jeden Fall Fall 1, können wir erstmal wegschmeißen. Aber hier haben wir, glaube ich, noch irgendwas drinne gehabt. Beziehungsweise ist das, glaube ich, wir haben ja auch ein Menü. Ist das zumindest das Menü für unseren Fall. Und das Problem ist, was ich jetzt schon sehe, oder was ich finde, es ist extrem nah dran. Warum auch immer. Normalerweise hatten wir eigentlich, das habe ich jetzt aber vergessen zu zeigen, unsere Marke, Notizblock und ein Handy, wo wir noch ein bisschen Optionen einstellen konnten. Und wir gehen aber auf jeden Fall erstmal rüber hier. Mit unseren schön schaurigen Gruselhänden, wo sich nur einer bewegen kann. Na gut, wir gucken mal rein. Netter Typ auf jeden Fall. Ah, ich wollte gerade sagen, hocke ich etwa noch? Ja. Hier kann ich aber auch nichts weitermachen. Ja, ein feiner, feiner. Und das Ding ist, nicht wundern, warum ich mich jetzt hier nicht großartig begeister. Das habe ich auch schon gesehen. Ich habe aber auch nicht so weit gespielt.
weil es ging einfach nicht. Vielleicht komme ich auch besser jetzt zurecht. Ah. Nein, 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 nein. Ich konnte das, glaube ich, hier ablegen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Jawohl. Das heißt, warte mal, wir müssen eigentlich noch drei Sachen finden, oder? Ich kann es jetzt aber auch nicht aufmachen. Das ist sehr schön. Und ich habe natürlich wieder nicht, mir nicht angeguckt, was ich genau machen muss. Beziehungsweise, wie ich das Teil wieder aufrufen kann. Guten Tag. Guten Tag. Geht nicht. Oder habe ich hier unten noch irgendwas? Wie gesagt, Steuerung. Erstmal wie immer ein bisschen reinkommen. Und ich hatte es eigentlich bloß bis hier. Und ich finde es halt echt scheiße, dass man es mit dem Move-Controller nicht spielen kann. Dann könnte ich das auch im Stehen spielen. Das ist also gerade ein bisschen frickelig für mich. Kann ich hier eigentlich? Also aufmachen kann ich hier nicht. Weil wenn man sich dann porten will, ist der komplette Bildschirm schwarz. Und das ist egal, ob das jetzt mit dem Controller ist oder... komme ich da oben hin? Mit dem Controller ist oder mit den Move-Sticks. Es geht halt einfach nicht. Aber ich bin trotzdem mal gespannt. Also ich hoffe, dass es gut atmosphärisch wird. Vielleicht so wie bei Paranormal Activity. Oh, laut. Hallo? Und da ist das erste Problem, was ihr vielleicht mir nachsehen könnt, wenn das ständig passiert, ist das schon... Bloß weil man ein bisschen gegen eine Tür läuft, er läuft halt einfach auch nicht weiter. Das ist... ein bisschen doof. Was haben wir hier? Heiliges Wasser. Kann ich das auch hier reinpacken? Okay, das kann ich also auch nehmen noch. Ich pack das. Ich wollte es eigentlich zurückpacken. Warte mal. Ist aber auch schön, dass er das Buch nicht öffnen kann. Und ich konnte das heilige Wasser da nicht reinpacken. Oha. Aber wir konnten es doch irgendwie... Nein. Nein. Ah. Können wir hier Licht anmachen? Können wir anscheinend nicht. Ich werde das Ding einfach mal mitschleppen. Weil ich verstehe auch nicht, warum wir es nicht mehr in das Buch reinpacken können. Oder, warte mal. Nein. Ah. Ah, okay. Also wir haben schon Bunsenbrenner, wir haben zweimal heiliges Wasser. Oh. Wenn wir heiliges Wasser haben und das hier um Dämonen geht, heißt das vielleicht, dass ich mit dem heiligen Wasser die irgendwie bekämpfen kann oder sowas? Vorm schönen Standuhr. Nichts weiter sonderbares, religiöse... Warum hat man sowas in seinem Büro? Hier haben wir auf jeden Fall eine Aufzeichnung. Kann ich die nehmen? Hallo? Ich probiere es einfach mal so. How can Rome deny the pattern? I've seen it with my own eyes. First the West Bank, then Eritrea. Now a young girl in Morocco. There's only one kind of beast that feeds on such misery. And he's gaining strength. He preys on war and drought to take souls from the region. I say, something has to be done, but Rome treats me as if I'm mad. I was a fool to believe that I could continue Father Morning's work. They would rather brush me under the rug. Just another of their little secrets. More dead in the Caribbean. I pray for their lost souls, but action must be taken. I've begun to acquire the tools so that I can tackle this head on, but fear it may already be. So, ist er fertig? Anscheinend noch nicht. Das Ding ist, ich verstehe es sowieso nicht. Deswegen, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aber was haben wir denn hier noch? Oh, Noten eines Exorzismus. Beziehungsweise Beweise eines Exorzismus. Kann ich das auch auflaufen? Oha. Ach, hier ist unser Notizbuch wieder. Also hier auf jeden Fall, von wegen der Steuerung und so. Aber ich hätte mir das doch erstmal ein bisschen mehr zur Gemüte ziehen müssen.
Und das Problem ist wieder, ich habe das mal spaßhalber testweise aufgenommen gehabt. In der Aufnahme sah es eigentlich relativ scharf aus. Hier ist es wieder total unscharf. Okay. Stehen bestimmt richtig schöne Sachen drin, die ich mit Sicherheit auch brauchen werde. Ich versuch's. Alter, wie viel ist denn hier? Okay. Auch sehr schön. Okay, da. Ach, guck mal, jetzt können wir. Aha. Jetzt können wir hier auch switchen. Okay. Ich versuch's mich trotzdem. Mir ein bisschen zusammenzuräumen, reimen, euch ein bisschen zusammenzuräumen. Also der gute, ich schätze mal einfach, es geht um den guten Priester hier. Mr. Bell, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Der hier doch ein bisschen ungünstig, ich sag mal, gefallen ist und zu Tode gekommen ist. Okay. Ich werde das mal hier reinpacken. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch was kombinieren können. Würde mich mal interessieren. Oh. Da ist noch ein lecker Weinchen. Kann ich die mitnehmen? Ich möchte nicht zu nah ran, weil ihr habt das Problem ja vorhin gesehen. Ich kann. War die Statue vorhin schon da? Ich weiß nicht, also kann sein, wenn ich zu sehr verkacke oder so, dann haue ich das wahrscheinlich als Display erstmal sowieso nicht raus. Hier haben wir nichts weiter. Weil es ja für euch dann auch langweilig. Ja, hallo, hier war noch ein Brief. Kann ich den rausnehmen? Ich nehme mal raus, aber lesen kann ich ihn halt nicht, ne? Warum geht die Kacktüre hier eigentlich mal weiter auf? Mach zu, hallo. Okay, dann machen wir sie eben richtig auf. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Warte, hallo. Vater Bell, aber das Päckchen kann ich nicht öffnen, ne? Schade. Was haben wir hier noch drin? Noch ein Brief. St. Vincent Paul, okay. Keine Ahnung, wo das jetzt gerade hin ist. Ach so. Gut. Ja. Warte mal, hier haben wir noch ein Schubfach. Können wir das öffnen? Ja gut, was soll auch anderes drin sein, außer eine heilige Bibel, die wir nicht rausnehmen können, weil ich mich wahrscheinlich zu sehr anstelle. Ja. Okay, da ist bloß eine Kerze. Ich guck mal weiter, vielleicht komme ich auch noch irgendwie weiter. Weil es sollte ja auch schon irgendwas passieren. Wir haben jetzt zumindest, ja, noch nicht wirklich gesehen, was los ist. Also, ich zumindest nicht. Hier komme ich aber auch nirgendwo weiter. Das ist ein bisschen schade. Und weiter raus komme ich nicht. Okay. Das ist also bloß mehr oder weniger unser kleiner Spielraum hier. Heißt also, ich muss mit den Gegenständen, die ich gefunden habe, erstmal auch irgendwas machen. Aber was? Das ist ja die Frage. Kann ich das hier? Mal lieber hinlegen. Oh. Was habe ich? Habe ich jetzt gerade was aufgemacht? Warte mal. Oh. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Knopf war vorher nicht da, oder? Okay, ich habe irgendeinen Geheimgang geöffnet. Okay, könnte auch noch interessant werden. Ich hätte jetzt nämlich schon die Befürchtung gehabt, so... Oh, fuck, du verstehst das Spiel nicht vernünftig. Tue ich auch gerade nicht. Und muss es dann wohl doch abbrechen. Aber was habe ich jetzt geöffnet? Das wird mir auch nichts weiter sagen. Ich kann jetzt.
Ich kann trotzdem nirgendwo anders hin. Das ist ein bisschen schade. Oder ist hier noch was? Warte mal, eine Sache möchte ich gerne versuchen. Hallo, geh mal auf hier. Das war doch der. Ich möchte jetzt zwar mein Pulver hier nicht verschießen. Okay. Ich mach aus. Damit haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Das ist an sich nicht schlecht gemacht. Deswegen, wenn ich ein bisschen weniger spreche, da bin ich meistens, naja, nicht unbedingt angespannt, aber... Oh! Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, warte mal. Ich pack mal ganz kurz das, nein, wieder zurück. Nein, hallo, zurückpacken. Gott, Spiel, danke. Okay, jetzt packen wir mal ganz kurz wieder zurück. Ach, hier hat sich's geöffnet. Okay. Ah. Wir haben erstmal bloß noch mehr Kassetten. Aber wir haben noch... Ach, gucke mal einer an. Komme ich hier auch näher ran? Ich hoffe, das Spiel kackt nicht ab. Was? Ihr habt das aber jetzt auch gehört. Ich hoffe, ich habe das... Gut, dass hier die Heizung ist. Ah, ich nehme das automatisch auf. Aber was war denn das jetzt mit dem einem hier? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe jetzt Gegenstände, wo ich mich mit wehren kann. Na, wenn das nicht auffällig ist. Nein, ich wollte mich nicht hinhocken. Okay, das funktioniert nicht. Hätte ja sein gekonnt. Wir packen das mal gekonnt wieder zurück. Ich hoffe, dass... Irgendwann krieg ich es hin. Irgendwann bin ich drin. Okay, das Kreuz haben wir. Aber was war das jetzt mit dem I am here? Ich will da jetzt gerade gar nicht rausgehen wieder. War das vorhin auch schon so? Oh oh. Oh oh. Kommt die näher? Oh. Okay, das ist. Warte. Ich muss mich irgendwie ganz schnell mal. Mir egal, ich behalte das jetzt einfach meine Hand. Kranke Scheiße. Ich höre komisches Geflüster. Und der Priester ist weg. Leck mich, das habe ich... Oh, shit. Wo ich mich jetzt schon wieder ein bisschen scheiße fühle, dass ich hier so rumstammel. Alter, hör auf mit der Scheiße. Okay, ich glaube, das ist doch ein bisschen sehr Jumpscare-lastig. Und ich weiß aber noch nicht, was ich machen muss. Außer, dass der blöde Controller die ganze Zeit vibriert, aber... Kann doch sein, dass ich erstmal bloß eins aufnehme und das vielleicht für später lasse. Falls jetzt zwischendurch ein anderes Horror-Let's Play gekommen ist, dann... Dann hat das schon seine Gründe, weil ich will es ja auch vernünftig hier durchspielen und nicht Ewigkeiten hängen, aber... Oh Gott, das ist der Pfarrer, das ist der Priester, ne? Oh, Dreck. Aber ich verstehe nicht. Okay, ich verstehe hier so gut wie gar nichts, aber... Hallo, mach bitte auf. Okay, ich habe einen Kruzifix, ich habe heiliges Wasser. Ich kann mich auch mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht. Nein, das funktioniert leider nicht.
Ich denke mal schon, dass ich mit den Objekten, die ich gefunden habe, was machen muss, aber ich habe es halt... Warte, ich pack das mal kurz zurück. Das hat was wie, ich weiß nicht, das hat man bei vielen Horrorspielen, wenn man sich auf einmal umdreht oder so, dass sich die Räume und so ändern. Leck mich, Spiel. Ich will mich nicht umdrehen. Alter. Oh, Dreck. Nein. Mach keinen Scheiß. Oh, Dreck. Darf ich nicht einfach wieder nach Hause gehen? Warte. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ob mir das was hilft. Oh, Dreck. Nein! Wo? Mein Kreuz ist weg. Oh, Scheiße. Was war das? Ich bin tot, oder? Oh Gott. Detective, a package arrived for you. It's on your desk. Yeah, you're welcome. Oh, Dreck. Also keine Ahnung, was da passiert war. Keine Ahnung, was das für ein Viech war. Ich kann bloß sagen, also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ja, glaube ich, jetzt am Ende doch sehr wenig gesprochen gehabt. Liegt aber auch einfach daran, dass die Atmosphäre so gut war und ich die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass irgendwas kommt, dann steht das Ding da auf einmal in der Ecke. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon alles war, ob ich da jetzt nochmal zurück kann. Ich weiß nicht, muss ich auch bloß Beweise sammeln. Deswegen, ich hoffe, ich mache das nicht zu stümperhaft. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was der Sinn und Zweck ist. Das weiß ich ja, dass wir die Fälle lösen sollen. Habe ich ja jetzt nur nicht geschafft. Ich habe aber einiges gefunden, aber ich muss den Fall ja auch irgendwie abschließen. Und ich bin ja gestorben. Deswegen, ich werde mal gucken. Kann sein, dass jetzt vielleicht noch was kommt. Ich werde jetzt einfach nochmal in den Fall reinspringen. Und mal gucken, ob ich den irgendwie lösen kann. Weil ich habe ja schon viele Sachen, aber ein bisschen Platz ist an der Pinnwand noch. Deswegen, ich hoffe... Euch hat das gefallen oder ihr freut euch dann auf die nächsten Teile. Ich bin auf jeden Fall erstmal echt gespannt, was noch kommt, auch wenn ich dann leider die Hintergrundgeschichte von der einzelnen Person jetzt nicht so, verstanden habe. Oh, warte mal. Nee, an sich müsste ich alles haben. Ach, das fällt mir jetzt erst auf, dass die Dinger ja frei sind, also dass wir eigentlich bloß die ganzen Sachen sammeln müssen. Ich bin erstmal gespannt, wo es uns weiter hinführt. Das wäre erstmal die erste Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge wird. Kann aber auch gut sein, dass ich jedes Chapter so eine Folge, auch wenn es vielleicht ein bisschen kürzer ist. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Also für mich ist es auf jeden Fall, wenn man so alleine spielt, auch wenn man die Hintergrundgeschichte der Person dahinter nicht ganz rafft, weil ich gerade wieder dumm bin, trotzdem atmosphärisch gut und mal gucken, ich bin echt gespannt, was noch kommt. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen zur Chapter 2 wieder. Bis denn, ciao.